Hallo, heute zeige ich euch den Rest meiner Gameboy-Spiele. Dort hätten wir zum ersten The Amazing Spider-Man. Ja, was man sich darunter vorstellen kann, ist eigentlich klar. Spider-Man fliegt durch die Lüfte mit seinen Seilen und haut Menschen kaputt. Ja, das Spiel habe ich nicht wirklich viel gezockt, weil ich nicht wirklich viel Interesse an Spider-Man hatte, als ich das gespielt habe. Und ja, The Amazing Spider-Man habe ich, glaube ich, mal für 3 Euro gekauft. So, ein wunderbares Spiel, ein wirklich einzigartiges Spiel, was mir sehr gut gefällt. Kung Fu Master. Ja, man kommt halt praktisch mit einem Tastendruck durch das ganze Spiel durch. Man ist halt dieser Typ hier vorne auf dem Cover und muss sich halt durchprügeln durch eine Horde von Leuten, und das funktioniert auch von der Steuerung relativ gut. Nur wenn man dann halt auf Schwierigkeitsmodus schwer schaltet, wird das Spiel fast unmöglich. Habe ich, glaube ich, mal für 2 Euro gekauft. Gut. Ferrari Grand Prix Challenge ist jetzt auch nicht wirklich so das Wahre. Es ist ein Rennspiel, was halt an die Formel 1 angelehnt ist. Von der Formel 1 halte ich allgemein nicht viel und von diesem Spiel noch weniger eigentlich. Was ich ziemlich merkwürdig fand, wenn man von Automatik auf manuelle Schaltung umgeschaltet hat, war der Wagen irgendwie schneller. Das ist ziemlich, naja, ich sag da jetzt einfach mal nicht zu. Jedenfalls, ich mag das Spiel nicht. Ich find's scheiße. Ah, Star Trek. Ja, was macht man bei diesem Spiel? Man fliegt mit der Enterprise rum und muss im ersten Moment sich gegen 3 Dreiecke behaupten. Ich weiß nicht, was diese Dreiecke darstellen soll. Jedenfalls, ziemlich krebsig, dass man diese Dinger kaputt machen muss, und das ist absolut unmöglich. Danach kommt sofort irgendein Rätsel, was ich nie gerafft habe. Ich weiß, wusste nie, was ich dort tun soll. Ich habe es dann ab und zu mal geschafft, irgendwie dahinter zu steigen, per Zufall. Ja, und dann war das Spiel zu Ende, weil ich es dann auch noch weniger gerafft habe, weil man dann gegen irgendeinen Klingonen gekämpft hat. Und ich weiß nicht, was ich dort tun musste. Es hat jedenfalls absolut nicht hingehauen. Habe ich nie hingekriegt. Somit finde ich es nicht so geil. Hier habe ich das originale Tetris, wozu ich leider bei diesem Tetris dabei sagen muss. Ja, ich denke, das erklärt sich von selber. Und man kann es hier auch aufmachen. Aber es funktioniert noch. So, wer immer schon mal ein Modul von innen sehen wollte, jetzt sieht man es mal von innen. Na, es tut mir zwar irgendwie weh, dass es irgendwie kaputt ist, aber es funktioniert auf jeden Fall noch. Es funktioniert. Kommen wir zu Wave Race. Wave Race ist ein Jetski-Spiel. Und wie der Titel Race schon sagt, halt ein Rennspiel. Das ist mal ganz angenehm für eine Busreise oder so, das zu zocken, aber so jetzt wirklich irgendwie durchsuchten würde ich das nicht. Das ist auch relativ merkwürdig manchmal, aber es ist eigentlich ein super Spiel. Die Investition von einigen Euro hat sich auf jeden Fall gelohnt bei diesem Game. So, die Simpsons. Escape from Camp Deadly. Ja. Ja. Simpsons. Lass ich einfach mal unkommentiert. Mag ich nicht. So, ich hatte ja schon in den OVP-Sammlungen, in der OVP, in dem Video, wo ich OVPs vorgestellt hatte, hatte ich ja schon meine Varulent-Spiele praktisch vorgestellt. Hier habe ich sie jetzt auch nochmal als Modul. Und ich habe, wie man sieht, alle 3 Spiele. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch ein 4. gibt. Jedenfalls habe ich die ersten 3 Teile. Zu dem ersten habe ich ja schon meine Meinung gegeben, zum zweiten auch, zum dritten
Ja, irgendwie war, als ich das Spiel gekriegt hatte, war irgendwie die Luft raus aus dem Gameboy-Spielen zu der Zeit und ich habe es auch nicht wirklich gespielt mehr. Und ich fand es sowieso irgendwie extrem merkwürdig, wenn man ständig eingefroren wurde oder irgendwie durch die Gegend gerollt ist und das war einfach frustrierend. Hat mir also nicht so super gefallen. Aber halt, trotz dass es Wario ist es ein tolles Spiel. So, wie ich auch schon in den OVPs vorgestellt hatte, Super Mario Land 1. Super Mario Land 1 war eins meiner erstes oder zweites Game, was ich jemals hatte. Ich fand's super, ich habe es mehrmals hintereinander sogar durchgespielt. Man konnte ja einmal durchspielen, dann wurde es schwieriger und dann nochmal durchspielen, dann wurde es noch schwieriger und dann konnte man plötzlich die Level wählen, die man spielen wollte. Ja, ich habe dann wirklich meinen Game Boy Color genommen und habe ihn dann an ein Stromgerät dran gehangen, sodass ich es am nächsten Tag mir wieder die Level aussuchen konnte, die ich dann spielen wollte. Ja, so dann Super Mario World, Super Mario Land 1. Absolut geil. Bin gerade etwas unorganisiert. Nun gut. Hier haben wir Turtles Fall of the Foot Clan. Ja, ist ein Ninja Turtle Spiel. Man kann halt zwischen den vier Schildkröten wählen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr alle, wie sie alle heißen. Ich meine, es war Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Donatello. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ansonsten wird es ziemlich peinlich für mich. Ja, man kloppt sich halt praktisch durch die ganzen Gegner, bis man halt alle Gegner umgebracht hat. Alle Endgegner halt, wie die halt aus der Serie oder aus den Comics halt. Sei es Shredder und die ganzen anderen Typen da. Mir fallen jetzt leider nicht mehr so viele ein. Ich hab das Spiel, ist glaube ich eins der meistgespielten Spiele, die ich hatte oder habe. So, das ist absolut eins meiner übelsten Favoriten. Das habe ich glaube ich auch mal, ich glaube, ich habe es mal so geschenkt gekriegt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Jedenfalls ist das ein absolut super Game. Wenn ihr es irgendwo kriegt, holt es euch bloß. Das kann nicht teuer sein, das kann wirklich nicht teuer sein, aber holt es euch einfach. Asterix. Asterix, ja, man spielt halt Asterix und verkloppt die Römer. Habe ich auch nie wirklich durchgespielt. Habe ich mal von Verwandten geschenkt bekommen, weil wir hingefahren sind, ich es mal da gespielt habe, weil ich war früher übelst das Gameboy-Kind und bin dann nur mit dem Gameboy weggefahren und ja, das Spiel habe ich dann immer mal mitgekriegt, weil ich das so super toll fand. Heute finde ich scheiße. So, jetzt kommen wir zu dem, was glaube ich jeder von uns eigentlich mal gehabt haben muss. Pokémon Blau. Ja, Pokémon. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht zu sagen. Was ich nur dazu sagen kann, ich habe noch die rote Edition hier noch rumfliegen. Die gelbe habe ich auch noch. Letztes Jahr habe ich mir die silberne zugelegt. Und nun ja, Pokémon habe ich wirklich auch nur diese Edition komplett durchgespielt. Weil für den Rest hatte ich irgendwie keinen Nerv gehabt und ja, dann habe ich mir halt auch diesen Missing No-Typen geholt da und das Problem mit dem Teil ist ja, danach geht die komplette Siegesserie irgendwie ja kaputt und das ganze Spiel kann ja auch kaputt gehen. Und irgendwann war es mir halt so gruselig, dass ich dann halt mal in frühen Jahren dann aufgehört habe, dieses Spiel zu zocken, wo man es jetzt noch weitermachen können. Ja, ich habe mich dann letztes Jahr mal an Pokémon Silber versucht. Damit bin ich noch weniger klar gekommen eigentlich. Also ich habe da irgendwie nicht wirklich viel Motivation hinter gehabt. Vielleicht ändert sich das jetzt, wenn ich jetzt wahrscheinlich übermorgen meinen Super Nintendo kriege, den ich bestellt habe. Und dann werde ich das vielleicht auf meinem Super Game Boy dann zocken. Ich bin mir da noch nicht sicher. Vielleicht werde ich das einfach tun. So, und jetzt zu meinem einzigen Game Boy Advance Spiel, was ich habe. Pokémon Blattgrüne Edition.
Ich glaube, diese Remakes sind absolut nicht meins. Ich mag dieses Spiel eigentlich überhaupt nicht, weil davon ist sehr viel von dem Flair kaputt gegangen. Und ja, Pokémon Blatt Grüne Edition habe ich, wie gesagt, wie ich kein anderes Pokémon-Spiel durchgespielt habe, so habe ich das auch nicht durchgespielt. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich noch ein Video über Gameboy-Spiele mache, weil ich wüsste jetzt auch nicht worüber noch, weil ich habe jetzt auch halt so gesehen keine Spiele mehr, weil das müssten eigentlich alle meine Spiele gewesen sein, bis auf die, wo ich jetzt sagte, die ich halt noch habe und die auf jeden Fall hier rumfliegen müssen. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt hier noch sagen soll. Na, komm, lassen wir das.